So, es gibt schon ein Video betreffend Leinsamen, jetzt noch eins betreffend Haferflocken. Also der Leinsamen, haben wir gesagt, ist gut für den Darm, der reinigt das auch und formt den Stuhl. Die Haferflocken sind sehr gut für den Magen, auch der Leinsamen ist gut für den Magen. Bei den Haferflocken habe ich aber das Gefühl, das legt sich schön an der Magenwand an, also das ist quasi wie so ein Magenschutz. Ne? Für einen Chihuahua gebe ich die auch so einen Esslöffel. Für einen Hund wie der Diego ist, also Waden hoch, die zwei nehmen. Und für Hunde, die so wie meine großen Schäfer und Kote, die 3 bis 4 nehmen. Das Ganze mit Wasser aufgießen, möglichst mit kochendem. Ja. Gleiche Menge quasi wie die Haferflocken sind, dass die schön aufgehen. Ja. Ein bisschen umrühren und stehen lassen. Ja. Für Hunde, denen es sehr schlecht geht, ja, schon sehr alte Hunde, die das Futter schon gar nicht mehr vertragen, kann man sogar so weit gehen, dass man halbe Menge Haferflocken, halbe Menge Fleisch oder Dose nimmt. Ja. Wer Trockenfutter füttert, braucht keine Haferflocken, weil das funktioniert nicht. Ja. Das Trockenfutter ruiniert den Magen und den Darm, da helfen nicht einmal mehr Haferflocken.